Warum schaffst du keine 90 Tage NoFap? Wenn du endlich aus dem P-Konsum raus möchtest, den klassischen Reboot abschließen möchtest, aber ständig rückfällig wirst, schon in Selbstzweifel versinkst und einfach nicht weiterkommst, dann ist dieses Video hier für dich gedacht. Frage dich erstmal, was ist dein Warum? Denn wenn du dein Warum kennst, dann wird sich das Wie immer ergeben. Wenn dein Warum aber nicht stark genug ist, dann wirst du auch immer wieder Rückfälle haben, du wirst immer wieder zurückfallen und am Ende vielleicht sogar da ankommen, wo du angefangen hast. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du dir dein Warum klar machst. Das muss wirklich emotional geankert sein und du brauchst einen Schmerzpunkt, der so groß ist, dass du sagst, es kann so einfach nicht weitergehen. Wenn du das gefunden hast, dann mach dir mal bewusst, dass sowohl der P-Konsum als auch Zocken als auch Social Media, all das hat ein und dasselbe Prinzip und zwar sofortige Belohnung. Es geht darum, sich von den sofortigen Belohnungen zu entfernen, ja, sodass du einfach mal deinem Gehirn eine Auszeit gibst, sodass sich das Dopaminsystem wieder normalisieren kann. Und sodass du dann auf langfristige Erfolge hinarbeiten kannst. Es bringt dir auch nichts, wenn du auf den P-Konsum verzichtest und dann die ganze Zeit auf Social Media verschwendest, die ganze Zeit nur noch am Zocken bist und dadurch das Dopamin über diese Kanäle dann wieder reinbekommst. Das kann auch ein Grund sein, weswegen du dann weiterhin rückfällig wirst, anstatt einfach mal die Entzugsphase durchzumachen, dein System sich neu aufsetzen zu lassen und dann funktioniert es meistens auch viel besser, indem du dich eben von diesen kurzfristigen Belohnungen komplett für einen gewissen Zeitraum entfernst, beziehungsweise Social Media musst du nicht komplett auf Null setzen, aber du musst es auf jeden Fall auf ein gesundes Maß runter reduzieren. Außerdem brauchst du einen Accountability-Partner. Wenn du niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, dann ist es extrem schwer, mit NoFap auf lange Sicht erfolgreich zu sein. Du kannst es natürlich auch für dich selber schaffen. Es ist allerdings viel leichter, wenn du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, wenn du Motivation brauchst, wenn du in einer Flatline steckst, wenn du vielleicht sogar rückfällig geworden bist. Das ist enorm hilfreich, eine Community zu haben oder eine Vertrauensperson, mit der du dich austauschen kannst. Deswegen, wenn du selber noch keine Community hast, dann komm einfach mal in die Maskulin-Support-Gruppe auf Telegram mit rein. Ich verlinke sie dir unten in der Videobeschreibung. Du musst deine negativen Routinen erstmal herausfinden und durch positive ersetzen. Wenn du das nicht machst, wenn du die ganze Zeit weiter prokrastinierst, deine Zeit die ganze Zeit von Netflix verschwendest, am Zocken bist, den ganzen Tag nur noch irgendwelche Musik dir anhörst, ja, anstatt produktiv zu sein und was zu machen, ja, zum Beispiel, wenn du unbedingt Musik hören willst, beim Training zum Beispiel, ja, oder auch bei anderen Tätigkeiten, aber es geht darum, dass du ins Machen kommst, ja, und wenn du die negativen Routinen, die du vielleicht sonst noch hast, ganze Zeit auf Facebook verschwenden, ganze Zeit auf Instagram verschwenden, deine ganze Zeit einfach sinnlos verballern, ja, auch zu viel YouTube ist auch nicht gut, in einem gesunden Rahmen hat YouTube einen großen Nutzen und einen großen Mehrwert, weil du hier viel kostenlose Tipps bekommst. Allerdings darf es auch nicht überhand nehmen. Also wenn du dann 5, 6 Stunden am Tag YouTube schaust, dann ist es definitiv zu viel. Und diese Routinen musst du mit positiven neuen Routinen ersetzen. Wenn du das hinbekommen hast, hast du schon mal einen großen Teil geschafft und wirst die 90 Tage sehr wahrscheinlich schaffen. Der letzte Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ich will, dass du zu 100% deinen Tag durchplanst und komplett ausgebucht bist. Deine To-Do-Liste, die muss voll sein, du darfst keine Zeit haben, rückfällig zu werden. Du musst dich auslasten bis zum geht nicht mehr. Du kannst auch aktive Pausen einlegen, das empfehle ich sogar auch. Du musst nicht nur einmal am Tag meditieren, du kannst auch zweimal oder dreimal über den Tag verteilt meditieren. Sehr, sehr gute Sache, auch mal einen Spaziergang einlegen oder ähnliche Sachen, einfach um dich wieder runterzufahren und auch diesen aktiven Ausgleich zu haben. Du musst nicht 24 Stunden durcharbeiten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du beschäftigt bleibst. Es geht darum, dass du beschäftigt bleibst und dass du vorwärts gehst und dass du Aktivitäten planst, wo du nicht einfach nur rumsitzt, dich langweilst und dann rückfällig wirst. Das sind die wichtigsten Tipps, weswegen die meisten es nicht schaffen, die 90 Tage umzusetzen, weil sie diese Sachen nicht durchziehen. Und ein weiterer Punkt ist, dass du natürlich nicht in meinem Mentoring bist. Würdest du in dem Line Vision Mentoring sein, was ich aktuell anbiete, dann hättest du einen Accountability-Partner, der sehr viel Wissen mitbringt, der dich anleitet, wo du nur 1:1 Schritt für Schritt die Sachen nachmachen musst, wo du dich verantwortlich hältst vor mir, wo du gleichzeitig natürlich auch einen Invest in die Sache reinsetzt, sodass du dich selber verpflichtest, die Sachen auch umzusetzen. Und damit hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten mit einem Coach und einem Mentor an deiner Seite, als wenn du das jetzt für dich alleine durchziehst. Das ist auch einer der Gründe, weswegen die meisten die 90 Tage nicht schaffen, weil sie sich keinen Coach oder keinen Mentor suchen. Wenn du selber noch Hilfe brauchst, endlich mal die 90 Tage NoFap schaffen willst, dich ein für alle Mal von dem P-Konsum entfernen möchtest, ja, egal welche Altersklasse du bist, besonders auch wenn du schon in deinen 30ern oder 40ern oder sogar in deinen 50ern bist, auch dann ist es sinnvoll, sich endlich mal davon loszusagen, denn du weißt gar nicht, wie sehr du unter deinem Potenzial lebst, wenn du immer noch dem P-Konsum nachgehst. Ja, wenn dich das interessiert, kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir fürs Zuschauen. Lass mir auf jeden Fall ein Like mit am Start. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.